Also, der Moment ist gekommen, iPhone 10S Max Unboxing-Video für YouTube. Ne? Alter, seit 8 Uhr früh warte ich heute auf das Ding und bin wach. Und um 19 Uhr rufe ich halt die DHL-Hotline an und dann sagt mir der Typ so, das wurde beim Nachbarn abgegeben. Jetzt war ich gerade drüben und hab's mir geholt und da ist das Ding. Sieht man gut, ne? Ja, die Anschrift braucht man nicht sehen. Und jetzt kannst du ruhig mal ein bisschen näher, weil jetzt machen wir das nämlich mal auf. Express natürlich. Ne? Bin jetzt echt mega gespannt. Und ja, der erste Eindruck zählt ja, ne? Und jetzt schauen wir erstmal den Karton. Jawohl, so, sehr schön. Gehen wir mal weiter weg. Also, dann haben wir jetzt hier, haben wir einmal die Rechnung und den Lieferschein. Die SIM-Karte, los geht's. Und, Alter, da ist es, da. Das ist das Ding hier, da ist es. iPhone, hier, ne? So, jetzt, ganz vorsichtig natürlich, machen wir das mal auf, so. Und jetzt ist der magische Moment gekommen. So, Leute, hier, kann man das sehen? Also, Sali, Fight, passt, so. Ich mache jetzt auf. Okay, jetzt nochmal eine kleine Hülle, so, und da ist es, das iPhone 10S Max mit 64 GB, ja, ich tue es mal vorsichtig raus und wir vergleichen das Ding jetzt mal mit dem 6S Plus, ja, also 6S Plus, 10S Max, so. Sie sind eigentlich 1:1 gleich groß, würde ich sagen. Ja? Nur, dass hier einfach mal ein komplettes Vollbild ist und hier, es geht an. Es geht an. Okay. Es geht an, das Ding. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal an, machen einen kurzen Cut. Hier sieht man zum Beispiel auch noch die Rückseite als Vergleich. Die ist hier zum Beispiel hier aus diesem Material und hier zum Beispiel, das ist einfach nicht. Und hier, hello! Okay, hallo. Was muss ich jetzt tun? Zum Öffnen nach oben streichen. Englisch, Espanol, Deutsch. Land oder Region wählen? Deutschland. Sprache wird eingestellt. Ja, so. Hier haben wir natürlich noch, während das hier lädt, mal die mitgelieferten EarPods von Apple. Original Ladekabel ist inbegriffen und ein Netzstecker. Ne? So, und jetzt können wir hier mal gucken, hier Schnellstart, wenn du ein iPhone oder iPad mit iOS 11 oder neuer hast, bewege es in die Nähe, um dich automatisch anzumelden. Du kannst dieses iPhone auch manuell konfigurieren. Na gut, kurzer Cut und dann schauen wir mal, wie das Ding geht. Ja, jetzt habe ich die beiden Dinger mal etwas getestet, also hier nochmal XS Max und das 6S Plus, ne, was mir noch gehört. Ja, jetzt habe ich mir natürlich mal angeguckt, lohnt sich dieses Ding denn überhaupt? Und ich würde sagen, es kommt natürlich ganz drauf an, welches Handy ihr habt, ja. Also wenn ihr zum Beispiel das 8er habt oder so, dann nicht, oder das 10er. Aber wenn man wie ich, zum Beispiel jetzt 2,5 Jahre habe ich jetzt hier das 6S Plus, bin damit, ja, immer zufrieden gewesen, aber jetzt kommt was Neues und jetzt habe ich die beiden mal verglichen und zwar, was erstmal auffällt, so vom Gewicht sind sie relativ gleich, gut, das Neue, das 10er ist vielleicht ein bisschen schwerer, Display fast gleich von der Größe, man sieht es ja auch, ne? Was auch auffällt, das alte, das 6er, hier, das ist ganz anders beschichtet, das ist sehr rutschig, ja. Im Vergleich, das Neue, das klebt fast an der Hand, ja, also das ist schon mal ein Teil, also es ist schon mal sehr sicher in der Hand, hält sich sehr gut in der Hand, man kann auch klasse Fotos machen, also Kamera hat sich deutlich verbessert, gibt es ein Gold, Space Grow und Silver, ich kann die Teilraten mal ein bisschen durchschauen, ne? In 64, 256, 512 GB finde ich auch krass eigentlich, ne? Schade, dass sie die 128 weggelassen haben, ne? Die hätten es mir vielleicht angetan, weil ja viele sagen so 64, so ist vielleicht so ein bisschen wenig, gell? Und 128,
ja, wäre schon besser. 2,6. Ich habe die 64. Ich habe jetzt in 3 Jahren, wo ich das 6er hatte, habe ich das nie voll bekommen. Irgendwann hatte ich 50 GB und vom Gewicht 208 Gramm das große. Ich glaube, das 6er ist ungefähr so bei, weiß nicht, 200 vielleicht. Ne? Ein Full HD Super Retina HD Display hat das Ding eingebaut. Einen richtig guten A12 Chip ist drin und da vor allem die Kamera ist ja klar. Ne, 12 Megapixel, aber halt auch diese Feinheiten, dieser Zoom-Faktor. Ich kann das ja einfach mal probieren, mal so. Weiß nicht mal. Und auch jetzt auch der Entsperrungsfaktor ist immer noch so eine Sache, ne? Da finde ich mir manchmal nicht ganz durch. Wenn man zum Beispiel hier mal so, mal schauen, ob das sehen kann, hier, ne? Zoom ich hier mal richtig ran, ja? Super. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem hier das mache, ja, das ist einfach viel unschärfer, ne? Also eben die Kamera, dieser Zoom, das ist allein, wenn man eine richtig gute Kamera will, muss man ja schon ein paar Tausend in die Hand nehmen, ne? Und da ist das XS Max auf jeden Fall ein Hammer-Hammer-Handy, keine Frage. Also für jeden Hobbyfotografen lohnt sich's auf jeden Fall. Und ich sag mal für jeden, na gut, natürlich mit Vertrag ein bisschen teuer, okay. Aber ist es auf jeden Fall wert, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Jetzt war mal ein ganz kurzes, nicht groß und lang Feedback-Unboxing-Video zum neuen iPhone XS Max. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Ja, wenn ihr vielleicht kommentiert oder so. Ich bin ja, sag ich mal, auch einer der Ersten, der es heute am Freitag bekommen hat. Habe erst seit 8 Uhr früh ungefähr gewartet. Und dann um 19 Uhr wurde es dann, ja, da war es dann da, wie gesagt. Ne? Aber okay, da ist da. Nee, ich werde viel Spaß haben mit dem Ding und ich denke mal, ja, es gibt ja immer ein paar Sachen, die man besser machen kann, aber von der Kamera, von der Leistung, von der Technologie, Fortschritt, Display, Hammer-Handy, Akku hält gut, Zoom-Faktor, ne, und schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr euch das kaufen, welche Größe würdet ihr euch kaufen und warum, welchen Vertrag vielleicht, wer ist der beste Anbieter, wer hat das meiste Datenvolumen, keine Ahnung, und welche Features machen für euch das Handy aus, ne? Alles klar, dann Abo dalassen.